So, ihr Flitzpiepen, aufgepasst, Bumsliga geht los. Kleine Ziege, jetzt kommst du mal eine Kappe mich bei. Okay, schön das Heufressen. Oh nee, nicht schon wieder. Ich berühre dich nicht, ich berühre dich nicht, ich berühre dich nicht. Nimm deine Scheißhände da weg. Papa, Papa, was machen die mit der Ziege? Oh, oh, ab 18, da darf ich nicht hingucken. Na toll, die haben mich gefault und mir den Schuh geklaut, Mann. Dieser drecksverdammte Rasen ist schuld daran, dass ich nicht gehalten habe. Hör nicht auf ihn, Rasi. Was? Ja, ich hab dich auch lieb. Oh, das ist nur ein kleines Bubu. Wird bald wieder gut. Weil hilft dir doch beten. Ich kann dich eh nicht hören, mein Kind. Also, da ist eben eine Horde wild geworden, Eichhörnchen vorbeigekommen und hat das Netz kaputt geknabbert. Ja, hallo, Herr Streichkäse. Wir haben hier eine neue Werbung für Sie. Stell dir mal hier hin. Ha. Was bist du denn für ein bebrillter Puppekopf? Ich bin ein Berater. Was? Wie haben sie mich überhaupt gefunden? Hahaha, ein Koreaner mit einer Kamera, verstehst du, ne? Was hat er gesagt? War das koreanisch? Annyeong haseyo? Wieso kommt ihr darauf, dass ich nervös bin? Nee. Das war Hand! Elfmeter! Foul! Rote Karte! Ah, scheiße, jetzt habe ich den Kaugummi ausgespuckt. Wieso sind da halbnackte Männer im Hintergrund? Ey, scheiß Sonne immer. Schein, Schein, Schein. Boah, mir wird langsam übel. Ne, komm, kein Bock mehr auf den Scheiß. Ja, toll, jetzt habt ihr es geschafft, ihn zum Weinen zu bringen. Also pass auf, das ist der Fußball. Der Ball muss ins Tor, genau da rein. Ja, komm, wirk ihn, box ihn voll in die Kronjuwelen. Vor allem Eiterkinder. Herr Funkel, wollen wir uns nachher mal auf dem Parkplatz treffen? Nur wir zwei? Ey, Ching Chang Chong, jetzt bleib mal ganz ruhig. Nix da, der hat Asiaten beleidigt. Moment, wie hast du mich genannt? Ey, beleidige den Chiri nicht, das ist mein bester Kumpel. Hilfe, der soll mich loslassen. Mein bester Freund. Oh, scheiße. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal das Trikot gewaschen? Meine Fresse, wie oft du nur noch das Runde muss ins Eckige. Notfalls schubst du dein Gegenspieler einfach mit dem Ball in. Manno, ich dachte, es wird hier noch gesungen. Ja, komm her, komm her. Nein! Boah, ich kriege direkte Lust, selbst mitzuspielen. Mann, wer hat sich denn das Design von dem Trikot ausgedacht? Man kann eure Rückennummern ja gar kaum lesen. Mutsu-Seed. Ja, jetzt hast du noch eine große Fresse. Aber warte erst auch einmal auf dem Parkplatz. Oh, der hat so einen großen... Und dann hat er mich ganz also dein Mann hat mich auch schon durchgebimst. Boah, wann ist denn der Scheiß endlich zu Ende hier? Das ist mehr Champagner, langweilig. Champagner für alle. Hilfe, Hilfe, wir haben Ihnen das Kind hier auf den Schoß gesetzt. Ich kenne das überhaupt nicht, Hilfe. Ich sagte 5 Liter Bier. Wenn's geht, Starkbier. Was will er denn damit? Das kann der nie im Leben alleine saufen. Oh, Entschuldigung, mein Herr. Als Entschuldigung massiere ich Ihnen die Füße. Ja, au, aber sei vorsichtig. Hey, das ist nur ein kleines Bubu. Hallo, das riecht schon nach Gehirnerschütterung. Ich kann nicht mehr gerade gucken. Oh, ein japanisches Lied. Ja, das finde ich sehr gut. Nein, nicht Rasi anzünden. Das könnt ihr doch nicht machen. Und jetzt mit Vollgas auf die Tribüne. Ja, Rasi geht's gut. Er hat eben mit mir gesprochen. Der ist voll auf der Bananenschale ausgerutscht. Ein Brötchen mit Schmalz? Ja, also das Schmalz kann ich liefern.
Hör mal, du Tuppes, du darfst hier nicht sitzen. Hä? Ich zieh dich gleich an den Ohren hier weg. Hör mal, willst du mir nicht sagen, was du gewählt hast? Schon mal was vom Wahlgeheimnis gehört? Ja, hallo Schatz. Hast du schon das neue Haarwuchsmittel auf Amazon bestellt? Liebe Grüße. Ja, ich bin von den anonymen Spielerfrauen. Seitdem mein Göttergatte einen Elfer verhauen hat, kann ich nur mit Perücke und Sonnenbrille ins Stadion. Oh, wieso antwortet sie mir nicht? Versäuft die gerade im Stadion die ganze Haushaltskasse, oder was? Jetzt alle! Berlin! Wir scheißen auf Berlin! Upsa, hätte ich doch mal das Glas Milch getrunken. Was soll ich dem Linienrichter sagen? Dass er ein Idiot ist! Was? Er ist ein Idiot! Er ist rot? Oh. Hallo Leute, verwirrt mich doch nicht. Seid ihr doof oder was? So geht der Frankfurter Applaus. Oh, so. Jetzt will der Herr auch noch frech werden, oder was? Von wegen VIP-Platz, was ist das denn für eine Scheiße hier? Und alle mal vor unseren asiatischen Overlords salutieren. Die benutzen das hier nämlich sehr oft. Hey Shiri, Shiri! Ja, was ist denn? Ich habe in die Hose gemacht. Darf ich Sie um diesen Schwanz bitten? Hä? Was? Leute, hört auf, ich will jetzt nicht mit SpongeBob sprechen. Ja, das sieht mir sehr nach fortgeschrittenem Karies aus. Der Zahn muss auf jeden Fall raus. Irgendwie fühle ich mich sehr beobachtet. Also, du musst echt mal aufhören, dir diese Bumsfilmchen vor dem Filmchen vor dem Spiel anzugucken. Nein. Wir hatten eine Abmachung. Du wolltest den Ball durchlassen. Hast du nicht gemacht. Also, Pech gehabt. Scheiß Allergie. Auf zwei. Lolek, Bolek, Oleg. Haha, ich darf nachher mit ihm in die Kabine. Okay, Geliebter. Ja. Also, ich bin hier im Stadion. Ich kann mich gleich wegschleichen. Ja. So, liebe Kinder. Und gleich prügeln wir uns. Und nachher prügeln wir uns mit den anderen Hooligans auf der Wiese. Au, ja. Wir sind keine Fußballfans. Wir sind Deutsche. Ja, was sind wir eigentlich? Ey, du da. Ja, hier, hilf uns doch mal vom Zaun. Wir haben uns alle die Klöten gequetscht. Ist hier noch Schnaps drin? Ja, erstmal weg mit der Werbung hier. Ich kann ja gar nichts sehen. Oh, geil. Er hat Brofist mit mir gemacht. Auf die rechte Box muss noch ein bisschen mehr Bass. Ansonsten ist es gut. Was ist denn hier für ein Aufkommen? Da kriegst du ja Platzangst. Hast du das Mittel gegen Mundgarus schon gehunden? Leider noch nicht. Du mit dem Muschi und mit dem T-Shirt. Du sitzt auf meinem Platz. Okay, Leute, das ist der neue Plan gegen Wasserverschwendung. Lasst mich das mal demonstrieren. Ah, nein, das ist nicht der Plan. Es ist wieder Allergiezeit. Boah, Mann, ist das dunkel hier. Genauso wie im Darkroom. Oh, ups. Ich berühre dich nicht. Und hast du die Trommel gut gestimmt? Ja, kann alles losgehen. Ach ja, da hat die Sucht mich wieder eingeholt. Entschuldigung, ich suche den Kürgen Jilop. Haben Sie den irgendwo gesehen? Nein. Hast du eine saubere Unterhose an? Ja, Mama. Ein Taschentuch dabei? Ja, Mama. Saubere Fingernägel? Ja, Mama. Oh, ich hatte ja wirklich Petersilie zwischen den Zähnen. Also, das fällt mir jetzt erst auf, dass unser Trikot potthässlich ist. Hier, schau mal, er denkt echt, ich kaufe ihm ein Haarwuchsmittel vom Haushaltsgeld. Hey, Shiri, was für ein Organ liegt hier? Ich habe echt Schmerzen beim Lauf. Ja, hallo, ich komme von der Deutschen Fußballpartei. Möchten Sie vielleicht hier unsere Petition unterzeichnen? Okay, Leute, es ist Zeit, die Unterhosen zu wechseln. Bitte einmal in eine Reihe aufstellen. Mist, irgendwann muss ich das wirklich mal runterschlucken. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Ihr habt uns noch ein japanisches Lied versprochen. Okay, Spy-Software runtergeladen. Yeah, ich hab den Groove. Kritisier mal hier, was ist denn? Oh no, ich bin hier zum Fussi gucken. Dann hängen wir dir noch schön den rot-weißen Schal um. Aber ich bin Fan der anderen Mannschaft. Wie wäre es, wenn ihr mal was findet? Du hast ja nicht mehr alle Waffeln an der Latte. Willst du mich heiraten? Oh, das kommt jetzt sehr überraschend. Wie, du hast Nein gesagt? Ja, also, ich weiß auch nicht, das kam so plötzlich. Kannst du alles verstehen oder brauchst du Untertitel? Ich bin nur schwerhörig. Ja, jetzt kommt doch mal her, Leute, oder soll ich alleine jubeln? Und, ja, endlich so, Leute, Fortsatz runtergeladen, sollen wir mal eine Runde starten? Hast du deinen Kaugummi verschluckt oder was? Nein, hier ist er doch.
Habe ich vom Rasen aufgeklaubt. Schmeckt komisch. Ja, hi Daniel. Ja, du mich auch. Geh mal aus dem Weg. Ich will die Schnecke da begrüßen. Hallo, Herr Tiun. Ich bin Ihr größter Fan. Hallo, Chef. Ja, ich kann heute nicht arbeiten. Bin erkältet. Wie? Im Hintergrund. Ah, der Fernseher. Und das alles nur, weil ich im Lotto verloren habe. Mann, ey. Ach ja, Fußball war schon mal spannender. Ach ja, deiner ist so klein. Werner und Waltraud sind heute als Textmarker verkleidet. Klingt komisch, ist aber so. Boah, du blöder Vollpfosten. Hallo, Schiri, haben Sie das gesehen? Der will mich in die Kabine versteppen. Hilfe!